Hallo und ein herzliches Willkommen zurück bei dem Freund hier zurück zu Horizon Zero Dawn. Weiter geht's hier im Text. Bin ja mal gespannt, was wir hier noch erleben, denn wir müssen hier zu Randamans Familie, zum Anwesen von Randamans Familie. Da wollten wir hin. Und im letzten Part haben wir sogar Olins Familie gerettet. Die ist wieder frei. Oh, schöne Sache ist das. Und wir haben sogar die Loge-Prüfung, die Herzen der Sigilzähne noch eingesammelt, die uns gefehlt haben. Das haben wir auch jetzt doch geschafft. Und hier sind wir wieder zurück in den Meridian. Dann gehen wir hier rüber und gucken, dass wir irgendwo das Anwesen finden. Gibt's hier gar nichts. Und noch den Langhals müssen wir auf jeden Fall... Was ist da oben? Auf jeden Fall auch noch überbrücken, damit wir die ganze Karte aufgedeckt haben, endlich. Kann man hoch. Ich gehe erstmal hoch. Gucken, was da oben ist. Ja. Und hoch. Ist hier was? Da komme ich auf jeden Fall irgendwo rein. Ja, schauen wir mal. Bevor wir zum Anwesen gehen. Da. Einmal hoch. Einmal hoch. Was auch immer da ist. Wir werden es herausfinden. Was? Wo sind wir hier? Was gibt's hier? Was ist das hier für ein Anwesen? Irgendwas Besonderes hier? Oh, das sieht echt richtig schön aus. Selbst bei Nacht. Die Sturmvögel fliegen da vorne rum. Und die habe ich da. Wo bin ich hier? Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Oh, was ist das? Das sieht so wie eine Arena aus. Ein bisschen. Komme ich nicht rüber? Das sieht echt aus wie eine Arena. Aber hier passiert noch nichts. Bin ja gespannt. Was hier denn noch triggern wird. Kann ich da rein? Jetzt wieder rein. Hallo? Jemand zu Hause? Keiner zu Hause? Ich kann nicht mal... Ach, okay, doch. Komme ich dran. Komme ich sogar dran, aber hier gibt's nichts. So voll ruhig hier. Na dann. Gibt's ja halt einfach nichts. Ein paar Kisten. Nope. Nichts. Nichts. Absolut gar nichts. Hier kommen wir auch nicht mehr runter. Es gibt nur den einen Weg runter und hoch. Okay. Was wird hier passieren? Weil es sieht richtig aus wie eine richtig große Kampfarena. Und das ist nicht so dolle. Hm. Das wäre nicht so prickelnd. Okay. Dann verschwinden wir halt wieder. Keine andere Wahl. Wir kommen später sicher hierher. Hier wird sicher hier was passieren. Sicherlich. Dann wieder runter. Hier war es schön, aber langweilig. Passiert nichts. Diese schöne Aussicht. Ich kann immer noch sagen, auf Meridian. Richtig nice. 200 Fußmeter ist auf jeden Fall das Anwesen weg. Das Anwesen, das wir suchen. Komm, Aloy, renn los. Wir haben was zu tun. Ganz nah und doch so weit weg. 150. Wo ist das Anwesen? Oh, wir sind so weit nach oben. Was? Ist ja... Absturz. Oh, fast. Fast überlebt. So. Da vorne sind auch noch Leute. Ich muss auf jeden Fall da rein. Da vorne... ist... Ah, da geht's wieder zurück. Gut.
Das war der Weg dann zurück zu Meridian. Dann gehen wir mal hier rein. In diese schöne Schlucht. Wo gar nichts ist bis jetzt. Nicht 100 Meter entfernt. Kommt sicher gleich was. Da liegt ein Toter. Wer war das? Das Anwesen. Das Anwesen von Ranamans Familie sein. Erledige die Maschinen. Verwüsterer? Nur die zwei. Okay. Ah ne, es sind sogar drei. Komm, Verwüsterer, komm mal her. Du kannst ruhig herkommen. Na okay, dann komm halt. Du, lieber Wächter. Lieber Wächter, komm doch her. Lieber Wächter, komm doch her. Könnt ruhig beide kommen. Mach euch beide platt. Nö, du bleibst da stehen. Okay, dann bleibt da stehen. Er kommt schon. Ja, ja, ist okay. Alles wird gut, lieber Wächter. Du kannst ruhig kämpfen, wenn du magst. Boom! Kampf! Und der interessiert es nicht. Ich bin nicht hier. Au. Ich bin noch gar nicht hier. Zack! Fall um. Komm. Überbringen wir dich auch noch. Wenn es sein muss. Oh nein. Dann hilf mir. Nicht mal mein. Ja, move doch noch langsamer. Move noch langsamer. Unser eigener Wächter hat uns von einem Verwüsterer weggehauen. Das ist natürlich immer ganz gut, wenn das passiert, sowas. Zack. Fast. Fast. Blöder Verwüsterer. Geh kaputt. Einfach kaputt. Den muss meinen eigenen töten. Okay. Zack. Wieder einer weniger. Gute Frage. Warum? Untersuchen Sie das Anwesen. Sind alle tot. Finde heraus, wo die Rufe herkommen. Wir haben einen Schlüssel gefunden. Das ist eine gute Frage, was der aufschließt. Ich muss da rein. Aha, da kann ich auch rein. Betritt die Werkstatt. Ist da sonst noch was? Ah, ist wieder so ein Störgeräusch, hä? Jetzt gucken wir erstmal, was hier drin ist. Ich suche erstmal hier alles. Eine Vorratskiste. Aha. Guter Wächter. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hier, hier drin. Oh, danke. Ich habe nicht geglaubt, dass mich irgendjemand rettet. Ich glaube, es sind alle tot. Was ist passiert, als die Maschinen kamen? Da waren Schreie. Ich rannte hin. Der Verwüster zerriss die Wachen förmlich. Wie Puppen. Mein Vater stieß mich in diese Kammer. Er tötete einen Wächter. Dann schoss die Verwüsterkanone. Und Stille. Ich versuchte, die Tür zu öffnen. Aber er hatte abgeschlossen. Er hat dich gerettet. Und ich werde ihm nie danken können. Weißt du vielleicht, wo diese Maschinen herkamen? Oder warum sie so plötzlich angriffen? Die Zahl der Maschinen hier ist ständig gewachsen, mit jedem Jahr. Deswegen stellte Vater mehr Wachen ein. Aber so einen Angriff gab es zuvor noch nie. Ich weiß nicht, wie es dazu kam. Du bleibst hier. Ich werde mich umsehen. Ist gut. Ich werde hier bei meinem Vater bleiben. Oh, warum sind hier die Maschinen hergekommen. Warum? Wahrscheinlich wegen dem Piepsgeräusch drüben in der Werkstatt. Wahrscheinlich. Es
hatten wir ja schon in Sonnenfels oben, dass da die Habichte angegriffen haben. Genau durch so ein komisches Störgeräusch. Und wahrscheinlich ist sie auch so eine Derwalmaschine, oder? Hier sind überall Sachen, aber sonst nichts. Gut, gucken, ob wir da reinkommen, hä? Jetzt muss ich nur gucken, ob ich hier irgendwo ein Türchen hab. Hier ist nichts. Hier, Tür öffnen. Mach auf die Tür. Ja? Werkstattschlüssel ist weg. Aha. Was ist das? Aha, ja, so ein Sender, so ein Dollar. Das Gerät sendet ein Signal. Vielleicht hat das die Maschinen angelockt. Dann machen wir's kaputt. Komm. Okay, da stellt das Signal ab. Aber das wurde hier platziert, um Maschinen zu ködern und alle Bewohner zu töten. Und wer hat das gemacht? Das ist eine gute Frage. Und da müssen wir zu Gandhi zurück. Nein, Daradi, der uns die Mission aufgetragen hat. Vielleicht hat er ja noch ein paar Informationen. Oder besser Daradi. Er war ein Köder. Ich glaube, jemand könnte die Maschinen absichtlich hierher gelockt haben. Hat dein Vater Feinde? Nein, Hanuman. Mein Bruder. Erst die Glücksspiele, dann Diebstahl, dann Erpressung. Er schwor Rache, als mein Vater ihn rauswarf. Es war Hanuman, der mich geschickt hat. Die Maschinen mussten weg, damit er das Anwesen kriegt. Er kriegt das nicht. Der eiskalte Mörder. Was willst du tun, Schwester? Mir mein Erbe verweigern? Wir teilten die Wiege. Mörder. Hast du keine Ehre? Nein, vermutlich nicht. Aber dieses Anwesen. Wenn du Vater im Jenseits siehst, sag ihm, ich genieße sein Geld. Was dich angeht, dieses kleine Gerät ruft noch mehr Maschinen. Viel einfacher, als wenn ich dich töte oder... Tja, das nennt man wohl Pech gehabt, Hanuman, hä? Unten bleiben. Unten bleiben. Wuhu. Wow, 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 lass mich kurz. So, erste habe ich das weg. Komm runter. Komm runter. Zack. Bleib einfach unten, komm. Na? Derby natürlich nicht. Und tschüss. So. Wo bist du, der Letzte? Natürlich. Ganz knapp vorbei. Na komm. Stürz ab. Natürlich stürzt er nicht ab. Der bleibt da oben. Dann kann ich ja kurz sammeln. Oh, magst du vorher nicht? Ein kleiner grauer Habicht. Na? Ja, dann bleib halt da oben und kämpf. Blöder Habicht. Blöder Habicht. Hier da oben einfach enge bleibt. Dann stirbst du halt da oben. Mir auch egal. Und. Kaputt. Tja. Hat wohl nicht so gut geklappt. Hä? Hast zwar Maschinen angelockt, aber... 100... Was? 100 Draht liegt hier. What the fuck? Naja. Ich glaube, dein Bruder ist tot. Ich bin froh, dass es gute Menschen wie dich gibt. Ein Ausgleich für Abschaum wie meinen Bruder. Mein Vater hat sich immer sehr großzügig bedankt. Eine Tradition, die ich gern fortführen möchte. Nimm dies. Ich hoffe, es nützt dir auf deinen Reisen. Yeah, verhängnisvolles Erbe. Dankeschön, dann haben wir das auch geschafft. Eine Quest weniger. Eine Quest weniger.
Okidoki. Gut. Jagen für die Loge, das haben wir ja eigentlich auch gemacht. Ich würde gerne hier runter. Ein Flug für die Dunkel. Ja, okay, das ist die Hauptstory-Mission. Die will ich eigentlich noch nicht unbedingt machen. Was ich gerne möchte, wäre gerne noch Füchse jagen. Ich bräuchte noch was. Speziell für ein Reisepaket. Deswegen muss ich schauen. Ob man hier auch. Durch ich den. Gibst du mir das, was ich brauche? Ich sehe es nämlich nicht von hier. Natürlich gibst du mir nur Fleisch. Ist auch noch Fuchs. Waschbär. Nope. Waschbär wollte ich nicht unbedingt. Lagerfeuer entdeckt. Alles ist gut. Na ihr kleinen Vögel. Alles fresh. Okay, dann haben wir das Lagerfeuerchen. Ich möchte gerne hier runter Richtung Langhals. Das heißt, ich muss in diese Richtung. Oh, 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 oh. Ich bin hier nicht. Komm her. Komm. Her. Was? 4 Stück insgesamt. What the fuck? Na, 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 na. Zack. Mein kleiner Gockel. Zack. Okay, kann ich auch noch rufen. Dann könnt ihr kämpfen, wenn ihr wollt, wenn ihr Bock habt. Kämpft schön. Kämpft fleißig. Bam. Oh, schön. Schöner. Oh, der erste ist kaputt. Na gut. Der zweite wird dann auch gleich drauf gehen. Okay, unser Reiter, das macht nicht viel. Er schaut gerne zu. Es passt schon. Guck mal, Truthahn. Truthahn. Ja, Truthahn. Truthahn, Truthahn, Truthahn. Das ist nicht so schön. Nein! Mein Gockel! Mein Gockel! Nein! Lass mein Gockel in Ruhe! Boom! Umgeschmissen! Komm, du schaffst es hin! Du schaffst es! Okay, schafft's nicht. Okay, der ist fast kaputt. Oh Mann! Voll uncool! Au! Zack! Fallung! Und zack! Ja, der ist jetzt gleich kaputt. Oder er ist jetzt kaputt. Nein, das war gar nicht. Kaputt! Ich hab gedacht, er ist kaputt, weil das explodiert ist. Jetzt ist er kaputt. Dankeschön. Alles mit. Mann, ich hab gedacht, er war kaputt. Nein, war alles nur eine Lüge. Eine Lüge. Eine Lüge. Fuchs. Ah, nur Fleisch. Nein. Nehmt das mit, was ich Platz hab. Was ist hier? Truthahn? Knochen. Knochen? Nee, ich bräuchte zum Herstellen noch Truthahnhaut. Okay, dann brauche ich keine Knochen, ich brauche Truthahnhaut. Was ich auf jeden Fall auch brauche, ist ein Händler, dass ich mein Zeug verscherben kann. Auch noch mit. Wo muss man Zeug verscherben? Zeug verscherben. Ein bisschen Zeug verscherben, bärbeln, verscherben. Einmal außen rum. Okay. Dann gehen wir halt einmal außen rum. Wenn das sein muss. Aha, überall Tierchen. Gib mir einen Fuchs. Gib mir einen Fuchs. Ich bräuchte nur Fuchs. Das ist nur die Frage, Haut oder Knochen? Egal. Ich nehme alles. Langbeinareal. Das interessiert mich recht wenig gerade.
Langbein. Oder doch, weil er genau da steht, wo ich gerne durch möchte. Genau da, wo ich durch möchte. Ja. Ein paar Pfeile machen. Natürlich. Hallo. Was? Das hat ihn gar nicht interessiert. Gut. Das ist... Hier geht's gar nicht weiter. Willst du mich verarschen? Was ist das für eine Sackgasse? Mann! Wie gemein! Naja, dann halt gehe ich weiter. Nö! Sehe ich gar nicht ein. Zu kämpfen. Ist immer noch hinter mir. Okay, das Wildschwein haut ab. Ist ja mir egal, wenn es abhaut. Mir egal. Immer schön leise. Ach nee. So, bin weg. Vorne ist ein Jäger. Warum sollen wir nicht das essen? Fuchs. Juhu. Ach, das sind böse Leute. Zack. Leider daneben. Ach, da ist noch einer. Hä, wo bist denn du? Du kleiner Camper. Oh. Nein, bist du nicht. Du bist dran. Mann, du kleiner Camper. So, da ist Fuchshaut. Dem Inventar ist voll. Natürlich. Voll. Alles voll. Das mache ich weg. Das will ich gerne mitnehmen. Die Fuchshaut. Hoffe, das war auch das Richtige, was ich gebraucht habe. Hoffe. So. Der hat ein paar Metallscherben. Jetzt brauchen wir aber wieder einen Händler. Lagerfeuer entdeckt. Ich bräuchte langsam einen kleinen Händler. Stürmerareal. Immer diese Stürmer. Okay, das Lagerfeuerchen haben wir. Dann haben wir das nächste Lagerfeuerchen. Da. Die nehmen wir alle mit. Lagerfeuerchen. Stürmareal. Okay. Zack. Wieder eine Maschine weniger. Ein Stürmer weniger. Das werde ich noch brauchen. Wir werden sehen. So, nächstes Lagerfeuerchen. Oben wird mir schon der Langhals angezeigt. Das ist doch schön. Ich empfange wieder ein Signal. Ja. Da. Signal. Langhalssignal. Okay. Der Langhals sendet das Signal aus. Hier sind viele Menschen gestorben. Ein Massaker. Wer sollte sowas tun? Wer sind die? Wir können nur zur Göttin beten. Nein. Rituale und Gebete bringen niemanden zurück. Dann musst du das Heilige Land verlassen. Es wird Zeit, dass die Mörder für ihre Taten bezahlen. Von den Nora. Was führt dich nach Meridian? Gefahr. Eclipse-Truppen. Sie graben alte Waffen aus. Ich weiß, wer die Nora angriff. Ein neuer Morgen dämmert am Horizont. Ein neuer Tag, der bald anbricht. Was macht er mit ihnen? Er kontrolliert sie. Die Verderbnis umgibt sie wie eine Rauchwolke. Ein weiter Weg von der Zitadelle, Aloy. Wer bist du? Ein Interessierter.
erst der Anfang davon. Es gibt noch so viel zu entdecken, bevor die Welt endet.